So, die meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen beide Boxer genauer vorstellen. Der Herausforderer, the Challenger, Luis Morojito Hernandez, boxt aus der roten Ecke. Er kommt aus Ecuador, lebt in San Juan, Puerto Rico. Er ist 1,75 groß, wiegt 66,6 Kilo, ist 35 Jahre alt. Sein Kampfrekord, 22 Siege, 15 durch K.O. bei 3 Niederlagen. Sein Trainer kommt aus Guadeloupe, Victor Montanes. Der Titelverteidiger Seljuk Aydin, man nennt ihn den Mini Tyson, 25 Jahre alt, kommt aus Trabzon in der Türkei. Er ist 1,70 groß, 66,6 Kilo schwer. Er hat 16 Kämpfe, 16 Siege, 13 durch K.O. In seiner Ecke sein Trainer Graziano Rocchiciani. Ringrichter dieses Fights kommt aus Italien, Guido Cavalieri. Die Punktrichter Jürgen Langos, Deutschland, Fabian Guggenheim, Schweiz, Sergio Silvi, Italien. Der Supervisor kommt aus Wien, Austria, Kommerzialrat Willibald Palatin. Ringfrei Runde 1, Round 1. Der Titelträger ist Seljuk Aydin in der schwarz-goldenen Hose. Sein Herausforderer Luis Hernandez offensichtlich in anderen. Den Titel hat Seljuk Aydin ...2008 gewonnen gegen Lucky Luele. Hört sich an wie ein Südafrikaner. Ist dann eine zweite Titelverteidigung. Und ich bin gespannt, wie das läuft, denn den Namen Tyson übernehmen überraschend viele Leute. Es gibt einen weißen Tyson, es gibt einen Mini-Tyson, einen Rocket-Tyson. Erstaunlich, wie viele Leute sich Tysons Namens bemächtigen, obwohl viele den Mann richtig schlecht geredet haben. Hernandez ist im reifen Alter von 36. Es ist sein 26. Kampf. Und er hat mit dem Profiboxen 1998 begonnen. Also relativ spät. Kampf abbrechen. 6, 7, 8, 9. Hat er nochmal Glück gehabt. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korrekt. Das ist dem Namen Mini-Tyson in der Tat gerecht geworden.
ging schneller als gedacht. Ja, wenn Wladimir Klitschko oder Vitali Klitschko sowas macht, dann meckern die Leute, hier sind sie zufrieden. Es kann damit zu tun haben, dass die Leute hier ein bisschen mehr vom Boxen verstehen. Als bei den Schaukämpfen der Klitschkos. Das war's. Der sah gar nicht so aus, ob er so schnell fallen würde, ist er aber. Das ist natürlich ein Kampf, der ihn sofort empfiehlt für höhere Aufgaben. Denn Luis Hernandez hat keinen schlechten Kampfrekord. Er wird ein paar Punkte in den verschiedenen Ranglisten bekommen und nach oben gehen. Sergio Gardin. Unser Manager Ahmed Öner weiß, wie man mit den Verbänden verhandelt, um an die großen Kämpfe ranzukommen. Er hat auch das nötige Kleingeld. Mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob Sergio Gardin in nicht allzu ferner Zeit auch um einen Weltmeistertitel boxen wird. Der einen oder anderen Version. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Ringrichter Guido Cavalieri aus Bergamo in Italien brach den Kampf nach 2 Minuten 32 der ersten Runde ab und damit Sieger durch TKO and still WBC internationaler Champion von Trabzon, Türkei, der Mini Tyson, Selçuk Aydin. Gute Leistung, ohne Frage. Die zweite.